Herzlich willkommen zu meinem schönen Vortrag. Ich will Sie mitnehmen in eine Zeitreise in die 40er Jahre. Ich fange ja an mit einer kleinen Collage von Propagandapostkarten. Links oben die beiden vom Deutschen Reich für Frankreich. Einmal, wie die Karte im Original ist, links und rechts daneben, wenn man die Karte gegen Licht hält. Die anderen vier Postkarten sind englischen Ursprungs für Frankreich zu Motivationszwecken. Zu mir, zum Sammelgebiet. Ich habe das Sammelgebiet angefangen 2002, weil ich eine große Kiste Militärfeldpost gekauft hatte. Und ein großer Posten war dabei, neben britischer Rheinarmee, natürlich dann die BEF-Geschichten. Da bin ich dann motiviert worden von meinem Vorsitzenden Theo Brauers, das Ding in London auszustellen. Und seitdem bin ich also auf dem Weg, das hier auch präsentieren zu können. Britische Truppen in Frankreich. Hier ein kurzer Programmablauf. Sitzkrieg im Westen, Operation Dynamo, Kessel, Dünkirchen, Kapitulation Frankreich und deren Folge. Das ist natürlich ein kritisches Thema. Bekanntlich bestimmt der Sieger die Geschichte. Und jetzt kommt das große Aber in der Philatelie, und das macht es so spannend, stößt man auf die berühmten Ungereimtheiten. Die sind teilweise auch dokumentiert, hier bei mir in der Sammlung, von denen ich selber nicht angenommen habe, dass es sie gibt. Und ich möchte nur zwei Punkte erwähnen. Einmal der Zwei-Tage-Stopp von Hitler vor Dünkirchen. Dann die Tatsache, dass eine Armee mit 6000 Panzern innerhalb von 6 Wochen einen doppelt so starken Gegner niedergerungen hat. Und die dritte Geschichte ist die, wenn man sich Dünkirchen genau anguckt und das mal vergleicht mit den Kesselschlachten in Russland später. Aus meiner Sicht passt da was nicht. Aber wir wollen das bei der Philatelie belassen und wir steigen jetzt ein. Zunächst präsentiere ich Ihnen hier die verschiedenen Feldpoststempel. Dieser Feldpoststempel in dieser Type, den gibt es seit 1927. Vorher ist dieser Stempel eingesetzt worden bei der Shanghai Defence Force in Shanghai und bei verschiedenen Manövern und erstmalig eingesetzt in Frankreich. Links stelle ich zwei Typen vor, mit und ohne Serife. Und hier kennt man auch schon, wenn man sich Field Post Office die Abstände anguckt, wie die anderen beiden Typen aussehen. Dann haben wir den Maschinenstempel Army Post Office, sogenannter Crack-Maschinenstempel, und rechts dann den Base Army Stempel. Base Army Post Office, den gibt es in vier Typen. Eins römisch, eins arabisch, Nummer eins römisch, Nummer eins arabisch. Einer ist nur als Innendienststempel verwendet worden davon. Und das auch nur 14 Tage und verhältnismäßig selten. Unten der Maschinenstempel, der also in Cherbourg und später in der Havre gestanden hat und später, nachdem die Evakuierung vorgenommen wurde, in Belfast stand. Hier haben wir jetzt die Zensurstempel, die bekannte Type, die von Anfang an eingesetzt wurde. Die unterscheiden sich darin, dass eben die Krone unten abgeflacht ist und eben der Schriftzug in der Mitte steht oder unten. Es müsste in der Reihenfolge noch eine vierte Type geben. Die gibt es auch, allerdings nicht in Frankreich. Und ich zeige Ihnen hier den einzigen Stempel, der in Frankreich verwendet wurde, der Royal Air Force. Heute haben wir WhatsApp. Früher gab es diese Postkarten. British Field Post Service, Field Service Postcard. Der Soldat brauchte nur ankreuzen und dann wusste zu Hause jemand, was los war. Leicht zu zensieren und trotzdem finden wir diese Sache mit Zensurstempel. Und wenn ich mir Korrespondenzen angucke, die Soldaten waren recht fleißig, ist praktisch, dass jeder Soldat mindestens einmal am Tag irgendeine Postkarte geschrieben hat. Hier dasselbe. Field to No Service Envelope. Die Vorderseite.
Davon gibt es vier verschiedene Formulare. Wo der Pfeil ist, ist der Unterschied. Es gibt drei verschiedene Druckereien, drei Druckvermerke und einen Umschlag ohne Druckvermerk. Die Sachen sind hergestellt worden in den Gefängnissen in Großbritannien. Da wurden diese Briefe in Briefbögen geschnitten und dann zusammengeklebt. Das war Aufgabe von Häftlingen. Und dann sind die an der Front verteilt worden. Teilweise sind das Aufbrauchumschläge aus dem Ersten Weltkrieg, wie auch bei den Field Post Service Karten. Und es ist eine besondere Form der Eigenzensur. Das heißt, unten links, der Soldat musste unterschreiben, dass er nichts verrät. Wer jetzt ein bisschen Englisch kann, der kann das, denke ich, lesen und übersetzen. Aber das in Kurzform. Und trotzdem sind diese Briefe zusätzlich noch zensiert worden. Dann finden wir Base Army Censor Label. Hier auch die Vorderseite von einem Brief. Das ist eine sogenannte Doppelzensur vom 20.04.1940. Die Zensur wurde vorgenommen in der Base in Le Havre, statt in Cherbourg. Das ist also da schon verlegt gewesen. Und es gibt 8 verschiedene Label, die verwendet wurden. Die Wertigkeit der Label, gut. Es gibt 2 blaue, die sind verhältnismäßig selten. Aber generell die Kombination, auch die Stempelfarben bei den Zensurstempeln spielt keine Rolle. Das erste karierte Maiglöckchen, Army Censor Label. Also die Army Censor Label waren ursprünglich nur für das englische Festland gedacht und für die Armee selber, wo keine Base vorhanden war. Das ist jetzt eine sogenannte Offizierszensur, Provisorium aus 2 Gründen. Keine Label sind hier als Notmaßnahme verwendet worden, also es waren keine mehr vorhanden und dann hat man irgendwo nochmal was rausgezogen. Ursprung könnte eine Fehllieferung gewesen sein oder eben, weil nichts mehr vorhanden war. Also hat der Offizier, der hier zensiert hat, irgendwas rausgegriffen. 3 verschiedene Army-Zensor-Label haben wir, kennen wir. So, und die Offizierszensur erkennt man daran, dass die Handschrift von der Adresse zu unten links zum zensierenden Soldaten, Offizier in dem Fall, identisch ist. Und auch der Name natürlich, hier der Name Miller. Hier zeige ich mal kurz, wie das britische Zensurwesen aufgebaut ist, damit man das versteht, weil das ist abweichend von dem, was in Deutschland war. Ich lese das jetzt nicht alles vor, sondern Sie können das selber lesen, weil ich der Meinung bin, dass es dann letztendlich besser. Wenn Fragen sind dazu, bitte in den Chat einstellen, die beantworte ich dann zum Schluss. Wichtig an der Stelle zu wissen ist, dass die Offiziere Zensurvollmacht hatten für ihre untergebenen Soldaten. Und daran erkennt man dann auch die Offiziersfeldpost, währenddem der einfache Soldat meistens eine Doppelzensur hat über sich ergehen lassen müssen. So, und dann eben der Stempel 212 als Auslandszensurstempel für den sogenannten Foreign Countries, worunter im Anfang des Krieges auch noch die USA zählte. Meine Neuentdeckung ist, mit dem Zusammenbruch des British Expeditionary Force kam ein weiterer Ausgangsstempel zum Einsatz, 612, der ist in der Literatur nicht bekannt. Der ist mir aufgefallen in der Endphase der BF in Frankreich, wo ich dann gesagt habe, wie kann das sein? An sich eine logische Sache. Es herrschte Chaos und dann hat man zensiert, was zu zensieren geht. Die Feldpost innerhalb von Frankreich wurde dem nächstgelegenen französischen Feldpostamt übergeben. Da habe ich hinterher gleich auch noch ein paar Beispiele. Zur British Expeditionary Force. Da gibt es den Oberkommandierenden Lord Gort, der hat sein Hauptquartier in Arras. Nun nach dreimaliger Verlegung dann zum Schluss in Depan und ist dann auf Aufforderung des Verteidigungsministeriums oder des Kriegsministeriums in London dann evakuiert worden. Er wollte ursprünglich nicht. 3 Corps gab es, das erste, zweite, dritte Corps.
Und alle waren an der belgisch-französischen Grenze stationiert. Ein viertes Korps war im Aufbau. Aber dazu ist es nicht mehr gekommen. Drei Lines of Communication. Das muss man sich so vorstellen, dass Frankreich militärisch von Großbritannien in drei Teile geteilt wurde. Das heißt, es waren keine Linien, sondern Territorien, Versorgungsterritorien. Dann gab es da mehrere Infanteriedivisionen. Das heißt, die Korps wurden noch verstärkt durch verschiedene Infanteriedivisionen. Und wichtig ist, und das war auch ein Konfliktpunkt, das gibt auch die Geschichte her, die Geschichtsbücher weisen das aus, die Royal Air Force unterstand nicht dem Kommando in Arras, sondern der Regierung in London direkt. Wenn man jetzt in die Geschichtsbücher guckt, findet man auch was dazu, dass nämlich die französische Regierung dauernd protestierte, warum so wenig Flugzeuge aus England nach Frankreich verlegt worden sind, um die deutschen Truppen anzugreifen. Und wenn man sich den weiteren Kriegsverlauf der Geschichte sieht, anguckt, kann man sich auch denken, warum, denn sonst wäre das das Ende des britischen Mutterlandes gewesen. Zum Glück hatten die Deutschen nicht die Planung, auf die Insel zu kommen, sonst hätte das wirklich dramatische Folgen gehabt. Wichtig ja auch hier die Gesamtzahl der Soldaten, 395.000 Soldaten insgesamt. In den Kirchen, da komme ich auch nochmal später zu, sind insgesamt 355.000 Soldaten evakuiert worden, wobei ein Großteil natürlich Franzosen, Holländer, Polen und Tschechoslowaken waren. Hier eine Karte, wo die Haupttruppen des englischen Expeditionary Corps lagen. Hauptquartier in Arras unten, oben der Hauptort Dünkirchen und dann eben die Aufstellung der drei Corps. Das Hauptquartier der britischen Royal Air Force lag in Reims. Das ist jetzt hier nicht auf der Karte, aber da kommt später nochmal eine Karte, wo ich das drauf habe. Und als Besonderheit 22.000 Soldaten in der Maginot-Linie, was aus meiner Sicht in Deutschland auch weitgehend unbekannt ist. Die sind dazu stationiert worden, das Deutsche Reich anzugreifen, falls eben Deutschland den Frontalangriff auf die Maginot-Linie wagt. Und die 51. Highland Division hatte den Auftrag, das Saarland einzunehmen, sprich in erster Linie die Steinkohle und die Stahlhütten, die in und um Saarbrücken sind. Jetzt zeige ich Ihnen vermutlich die erste Postkarte, die meines Wissens bekannt ist. Für mich ist das auch nicht ganz klar, ob das wirklich an dem ist. Französische Militärfeldpostkarte, erkennen kann man das Datum, September 39, leider nicht den Tag. Der offizielle Page-Stempel ist über dem Zensurstempel, Lösung für mich. Erstens, vom französischen Soldaten eine solche Karte bekommen. Zweitens, Transport mit dem Truppentransport zurück nach Liverpool. Und drittens, Abgabe an Zivilisten verboten, Vermerk FM, was zur Portofreiheit führt. Das heißt also, ein britischer Soldat, der von einem französischen Soldaten diese Karte bekommen hat, nach dem Motto, schreib mal, guck mal. Und dann haben die das den Frachtern oder den Transporter mitgegeben und dann ist das Ding in Liverpool angelandet und dort kriegte das den Portofreiheitsstempel postpaid und ist dann nach London gegangen. Also für mich eins der frühesten Belege der BEF in Frankreich. Die offizielle Feldpost hat es zu dem Zeitpunkt noch nicht gegeben. Bekannt ist, dass der 16.09. das erste Datum ist, wo die britische Feldpost funktionierte und damit auch die Zensur. Hier habe ich jetzt einen Beleg vom 18.09. Feldpost Office 5 ist aus dem Generalhauptquartier in Le Mans. Der Umzug erfolgte nach Arras am 30. Das heißt also auch noch die Anfangsphase. Man muss davon ausgehen, dass zu dem Zeitpunkt noch keine 10.000 Soldaten in Frankreich waren. Zur Identifikation. Den Ort kann man also nicht bestimmen hier in dem Fall, wo der Brief tatsächlich abgeschrieben worden ist. Der erste Abschlag ist die Zensur.
Man könnte jetzt hingehen und sagen, ich nehme den Zensurstempel, vergleiche den mit dem Namen und dann hätte ich die Möglichkeit, in Aldershot nachzugucken, zu welchem Zeitpunkt oder wo der Soldat zum Zeitpunkt X, 18. September, gelegen hat. Die FPO 5 kann überall zu dem Zeitpunkt eingesetzt worden, was zwischen Arras und Cherbourg war. Das ist also die Schwierigkeit bei der britischen Feldpost, anders als bei der deutschen Feldpost. Hier ist ein Schmuckstück aus meiner Sammlung. Eine Weihnachtskarte, FPO 5, auch aus dem Generalhauptquartier in Arras. Hier handelt sich um die Handschrift vom kommandierenden General Lord Gort rechts im Bild. Weihnachtspost an den Vorgänger im Amt, Fieldmarschall Sir Cyril Devereux. Für mich ein Prunkstück in meiner Sammlung. Schmuckumschlag. Der British Expeditionary Force, FPO 58, Armeezensur, da Name nicht lesbar, daher keine Identifikation des Absendeortes möglich. Drei Typen des Umschlages gibt es, zwei davon in der Literatur, den dritten habe ich in der Sammlung. Der fehlt dann, da ist dann der Unterschied, ja, die Papiertype, wenn man das jetzt unbedingt sammeln möchte. Mit und ohne Druckereivermerk, rechts unter dem Wort Force und das Papier halt. Also ganz schwer zu identifizieren, wo das Ding jetzt herkommt. Ich habe gleich eine Liste, da steht das nochmal drin, da kann man das nochmal rausnehmen. Aber im Endeffekt will ich hier nur den Briefumschlag als solches zeigen und nicht den Feldpoststempel. Doppelzensur bei Feldpost von einfachen Soldaten. FPO 68, kann man leicht lesen. Armeezensur und Basezensur. Name nicht lesbar, da keine Identifikation des Absendeortes möglich. Wurde hier der Offizier mitgeprüft? Da kann man mal von ausgehen, dass der Feldpostbrief von dem vorgesetzten Offizier geprüft worden ist. Deswegen dann der Stempel, Zensurstempel 1339. Und dann ist das Ding in die Base gekommen und dann hat man den gleichen nochmal gezensiert. Für mich ist das eine ganz klare Doppelzensur. Das heißt, da hat man dann die eigenen Offiziere nochmal geprüft. Das kann nicht sein, was nicht sein darf. FPO 31, der Stempel ist klar abgeschlagen. First Line of Communication aus Brest. Der ist in dem Fall nicht über Cherbourg gelaufen. Absolute Besonderheit, absolute Ausnahme. Weil normalerweise sind die Sachen über die Base gelaufen und dann nochmal zensiert worden. Das heißt, er hätte ein Label haben müssen. Es kann sein, dass es die Auslandszensurstelle noch nicht gab. Das ist meine Prognose. Auslandszensur, man beachte den Stift für die Adresse und Unterschrift unten links mit Tinte. Wenn ich mir die Anschriftkunden ansehe, dann Department of State, Washington DC. Das ist der Brief über Beirut nach Washington gelaufen. Dann der normale Post und das Porto frei. Zensur, die auch nicht passt. FPO 38. Second Line of Communication aus Saint-Nazaire. Base-Sensor-Label aus Cherbourg, Fragezeichen. Wäre der Stempel unter dem Label, wäre das okay. Oder FPO 38 ist auch in Cherbourg gebraucht worden. Genau, das ist nämlich das Besondere. Hier ist nämlich der Feldpoststempel über dem Label abgeschlagen. Und deswegen ist es auch so schwierig, die britische Feldpost anhand der Feldpostnummern zu sammeln. Die Auskunft gibt letztendlich nur der Zensurstempel, wenn man eben die passende Namensliste dazu hat. Aber wie gesagt, die Tatsache, dass hier der Base-Zensurstempel, das Label, so sichtbar ist und von beiden Stempeln überschlagen worden ist, kommt nur Cherbourg in Frage. Offizier Bird hatte Armeezensurstempel Nummer 1. FPO 21, First Line of Communication aus Brest.
Weiterleitung über Farnham an die HMS Aurora über das GPO London Postamt, Rückseite Durchgangsstempel Farnham 3.2.1940. Also dieser Herr Bird, Offizier Bird, hatte, der muss Philatelist gewesen sein, der hat nämlich sehr viel Gebrauch gemacht von dem FPO-1-Stempel, währenddem alle weiteren Stempel verhältnismäßig schwierig, Sachen doppelt zu kriegen, aber von dem Zensurstempel 1 befinden sich drei Stück in meiner Sammlung. Frühestes notiertes Datum, FPO 82 vom 13. Mai. Ein Blick in die Geschichtsbücher sagt uns, 10. Mai, erster Angriffstag der deutschen Truppen. Und der FPO 82-Stempel ist 3 Tage nach dem deutschen Angriff erstmals eingesetzt worden. Und zwar bei der Third Line of Communication in Marseille. Zensurunterschrift rechts unten verrät Soldatenfeldpost. Das heißt, die Handschrift und die Unterschrift des zensierenden Offiziers ist hier nicht identisch. Offizier hat auch den Zensurstempel vergessen oder auch nicht, weil oben der Base-Zensur-Label zu dem Zeitpunkt in Le Havre und darüber erst der Zensurstempel ist. Wenn man alleine diese ganzen Belege jetzt schon sieht, die ich hier schon gezeigt habe, ist praktisch keiner identisch. Es gibt eine klare Anweisung in der Zensurverordnung der britischen Armee. Aber ich habe hier schon so viele Ausnahmen. Stellt für mich schon das Chaos in sich dar. Und das wird also noch schlimmer, je weiter wir hier auch in meinem Vortrag fortschreiten. Ich habe hier jetzt die Struktur des British Expeditionary Force mal aufgeführt, wo die alle sitzen. Das können wir uns jetzt nochmal in Ruhe angucken. Ich lese das jetzt nicht groß vor. Wichtig sind die Sachen des Generalhauptquartiers mit den Verlegungen und wo die jeweiligen Hauptstandorte sind. Teilweise sehr kurz. Die Base in Cherbourg, Standort in zeitlicher Reihenfolge. Tja, und dann fällt auf, dass dann Saint-Malo nur einen Tag davon dabei war. Auch die Infanteriedivisionen, teilweise nur sehr, sehr kurz. Und natürlich die 1. Panzerarmee vom 30.05. bis zum 7.06. Die haben hier praktisch ihr gesamtes Material verloren gehabt auf dem Weg zur Evakuierung. Und dann die drei Sondereinheiten. Hier habe ich jetzt die Feldpostnummernstempel aufgeteilt, teilweise mit Daten, überwiegend aber ohne Daten. Vorne sieht das noch ganz harmlos aus, also auch längere Zeiten, wo die Stempel gebraucht worden sind. Wenn ich jetzt weiterklicke mit den höheren Nummern, dann sind das teilweise nur 14 Tage bis unten Fragezeichen, nicht nachgewiesene Feldpost-Office-Stempel. Die 20. Brigade und die 30. Brigade. Die Geschichtsbücher geben darüber Auskunft, was passiert ist. Ja, ich würde das mal als Himmelsfahrtskommando bezeichnen. Aber die sind den deutschen Truppen direkt in die Arme gelaufen und vernichtet worden, beziehungsweise sie haben bis zur letzten Patrone gekämpft in dem Hafengebiet. Und Post abzusetzen, unmöglich. Es ist nachgewiesen, dass die welche hatten, Feldpoststempel, aber keine bekannt. Wichtig sind dann eben die Daten noch oben von der 44., von der 42., 23. Infanteriedivision, die verhältnismäßig kurz in Verwendung waren. Dann kann man sehen, was da für ein Chaos geherrscht haben muss. Hier haben wir jetzt ein Beispiel FPO 23 vom 1.5.40. Second Infanterie, 2. Infanteriedivision, Adresse innerhalb der BEF. Das ist also eine militärische Adresse, die kurz heißt Headquarter Military Base, Subarea 4. Und da muss man dann wirklich hingehen und gucken, was ist das überhaupt? Das ist nichts anderes als das Hauptquartier in Dieppe.
Das ist die Besonderheit auch der britischen Feldpost, die Identifizierung der militärischen Adressen. Da habe ich Gott sei Dank meine englischen Freunde, die mir dabei helfen. Ich alleine würde das so gar nicht hinkriegen an der Stelle. Klar, es ist einfacher, eine deutsche Militäradresse ausfindig zu machen, als jetzt eine englische. Aber hier ist ein Beispiel, wie eine englische Militäradresse aussieht. Hier kommen wir jetzt zu den ersten Besonderheiten. K6-Einheit im 2. Korps, indische Veterinäreinheit, FPO 46, angegliedert im 2. Korps, Ankunftsstempel Janital, 22.12.39, Weiterleitung nach Nembareli vom 24.12.1940. Das ist eine absolute Besonderheit, war mir auch nicht bekannt, dass also indische Truppen in Nordfrankreich stationiert gewesen sind. Die Geschichtsbücher schreiben mir dazu, Ankunft November 1939 und Abzug Januar, Februar 1940, weil die Einheit 80% Ausfälle hatten wegen ja, schlechter Witterungsverhältnisse. Hier ist die Postkarte dazu. Die Postkarte habe ich vom Militärmuseum in London bekommen. Habe ich das kurz beschrieben. Die Truppen wurden im Januar, Februar nach Indien zurückverlegt, weil über 80% Ausfall der Soldaten zu verzeichnen war. Die Soldaten kamen mit dem nasskalten Klima in Nordfrankreich nicht zurecht. Ist schon abenteuerlich, wenn deutsche Soldaten auf einmal solche Soldaten vor der Nase hatten. Also im späteren Verlauf, mit Sicherheit sah das ein bisschen anders aus. Wo die Truppen dann ja auch unter Rommel in Nordafrika waren, aber schon in der Anfangsphase im Krieg. Aber wie gesagt, die sind vorher schon abgezogen worden, bevor es überhaupt richtig losging. NEF, Naval Expeditionary Force, abgebildet und ausgebildet für den Einsatz in Norwegen, Spezialkommando zur Verminung von Fjorden, an den Rhein verlegt, weil die Operation Weserübung schneller und erfolgreicher war. Verlegt nach Straßburg, unterstand Churchill direkt. Provisorischer Zensurstempel, Post lief über die französische Feldpost der Maginot-Linie und deshalb auch der französische Feldpoststempel oben. Die Börner-Korrespondenz ist bekannt bezüglich der NEF. Wie stark jetzt die NEF war, gibt das Militärarchiv in Aldershot nicht her. Es gibt Teile, die noch gesperrt sind und deswegen keinerlei Auskunft zu diesem Thema NEF. Hier ein weiterer Beleg. Beide Briefe aus der Korrespondenz von Herrn Borner. Zensurstempel der NEF. Feldpost lief auch hier über die französische Feldpost der Maginot-Linie. Personenzahl unbekannt. Zeitraum unbekannt, wird aber auf 8 Wochen datiert. Verlegung von 6000 Minen in Rhein, Mosel, Maas und Seine. Vermutete Schäden in Deutschland. 2 Schiffe. Die beiden Fotos habe ich vom Bundesamt für Wasserwesen aus Ludwigsburg bekommen. Post an die Soldaten. Anderthalb Penny, erste Inland-Gewichtsstufe. Sheffield, 17.04.40. Nummer 2, Base Patrol, Filling Center, Royal Army Service Corps. Tanklager bei Lille, Ankunftsvermerk vom 22.04.1940. Tja. Dazu ist nichts weiter zu sagen, außer dass das Ding in den ersten Kriegstagen bombardiert wurde und nicht mehr existierte. Post an die Soldaten. Post aus British Honduras, Belize, 8.12.40. Weihnachtspost, adressiert an das 5. General Hospital in London. FPO 31, Weiterleitung, First Line of Communication in Dieppe. Weitergeleitet an das Hospital Nummer 4 in Dieppe, Royal Army Medicine Corps. Major Evans war Armeearzt und wurde zwischendurch verlegt.
Das heißt, hier bin ich jetzt hingegangen und habe dann recherchiert, wer dieser Evans ist. Und dann gibt mir Aldershot sehr gut Auskunft, weil von Offizieren kann ich also alle Informationen kriegen, die ich brauche, um das zu rekapitulieren, was mit dem Mann passiert ist. Also auch den kompletten militärischen Lebenslauf. Post an diese Soldaten, aufgegeben Ashington, 30.11.39. Erste Gewichtsstufe, 1,5 Pence. Mehrfach den Soldaten Knox gesucht, wegen unzureichender Adresse zurück an den Absender. Ich denke mal, der Brief spricht für sich, da brauche ich nicht viel zu sagen. Spiegelt für mich das Chaos in der Armee wieder, vor allen Dingen, wenn dann die Adresse nicht vollständig ist. Hier sage ich nur zu, ohne Worte. Das Ding zu identifizieren, ein Ding der Unmöglichkeit, die Stempel sind nicht komplett, leider. Ist auch nicht weiter tragisch. Spiegelt für mich nur das Chaos wider, was da herrschte. Das Ding ist vom 19. März 1940. Das ist noch tiefster Frieden. Aber kann sich jeder seinen Teil zu denken, wenn ich solche Briefe sehe, geöffnet, gelesen und weitergesandt und gesucht. Die haben sich wirklich früher Mühe gegeben, die Leute zu finden, die auf dem, die als Adressat benannt wurden. Ja, und irgendwann ist dann mal Feierabend mit Suchen. Einschreibeumschläge, kein PayPal, kein SEPA, natürlich damals unbekannt. So wurde also der Sold nach Hause überwiesen. R-Briefe der BEF sind kaum bekannt. 3 Pence wäre die Gebühr. Hier ist eine 4,5 Pence Zivilfeldpost verwendet worden. Wahrscheinlich aus Mangel an an den richtigen Briefen. Die Soldaten in Frankreich setzten zu nahezu 100% des Soldes in französische Luxusgüter um. Diese wurden nach England geschickt, damit die Liden daheim verkaufen konnten und besserten so den Sold massiv aus. Das führte zu Kapazitätsproblemen während des Funivor. Folge, leer gekaufte Geschäfte. Was haben die Soldaten gekauft? Hennessy, also Cognac, Champagner, Parfüm und Damenunterwäsche. Hier auch wieder ein Forces Mail Einschreibungsschlag. Der ist richtig verwendet, der richtigen Portestufe. FBO 43, zweites Korps. Der Field Post Office Stempel ist in Belgien verloren gegangen. Offizieller Airbriefumschlag der Royal Mail für die British Army. Normal Massenware, aber bei den Truppen in Frankreich selten, aufgrund der vorher geschilderten Umstände. FB 140 vom 15.05.1940, wir sind ja also schon in der Angriffszeit, 46. Infanteriedivision. Dieser Stempel wurde gebraucht vom 15.05.1940 bis zum 18.05.1940, also 3 Tage. Erstverwendungstag ist hier. Offizierszensur, wenn man die Adresse vergleicht und die Handschrift vergleicht. Und dann eben die sehr hohe Zensurstempelnummer. Die fällt hier auch auf. Herkunft Belgien, Einheit zerschlagen vor dem Kessel Dünkirchen. Das heißt also, die 46. Infanteriedivision existierte schon nicht mehr, als der Dünkirchen-Kessel noch nicht mal geschlossen war. Jetzt kommen wir jetzt zur Auslandsfeldpost. Spannende Adresse, wie ich finde. Field Post Office Stempel geschwärzt. Zensurstempel geschwärzt. Zensurstempel 212 war einem Büro zugeordnet, nicht einem Offizier. Das Büro war in der Base, zuerst in Cherbourg, dann in Le Havre und ist über Saint-Malo evakuiert worden. Hier ein sehr früher Beleg in die USA. Wir hatten vorhin den Brief aus Beirut, der war 10 Tage früher. Und hier sehen wir, hier taucht jetzt erstmalig der Auslandszensurstempel 212 auf. Die Aufgabe war, der Soldat hatte also den Brief geöffnet, weiterzugeben, das habe ich vorhin auch beschrieben. Und deswegen gibt es hier auch kein Label.
Und dann wurde das Ding trotzdem nochmal zensiert, weil es eben ins Ausland ging. Damals noch ins sogenannte Foreign Country. Später gehört ja die USA nicht mehr zum Feindgebiet oder neutralen Gebiet, sondern war ja Kriegspartei. Feldpost Office Stempel geschwärzt, Zensurstempel geschwärzt, Zensurstempel 212 über die Base gelaufen, eine Zigarettenpropagandapostkarte nach Sao Paulo als Danksagung an den Zigarettenspender. Ja, man konnte also den Soldaten dann Päckchen Zigaretten schicken und da waren dann diese Postkarten drin. Es gibt zwei verschiedene Typen. Ich habe allerdings nur diese. Die Adresse finde ich schon lustig, dass das eben nach Sao Paulo ging. Auslandsfeldpost 3. 1 wie 3 wie vor, also geschwärzter Zensurstempel, geschwärzter Feldpoststempel. Doppelzensur in der Base, nachgewiesen durch den Verschlusslabel. Für die Nachsendung innerhalb Frankreich hat die französische Post eine Nachgebühr erhoben. Cherbourg, Gironde, Dieppe im November 1939. Also alle, die Feldpost sammeln, wissen, dass Feldpost portofrei ist. Jo, das haben dann die Franzosen dann mal hier mit Füßen getreten. Hier auch, Auslandsfeldpost 4, vierter Beleg. Doppelzensur in die Base in Le Havre, nachgewiesen durch den Zensurstempel 212. Der Brief ist geöffnet, weitergeleitet worden, sonst mit Label. Anderthalb Points war das Luftpostporto, was hier irrtümlich verklärt wurde. Portofrei. Michigan, USA brauchte nicht frankiert werden. Sage ich gleich noch was zu. Fast alle Auslandsfeldpost ist mit Label. Ohne Label ist die Ausnahme. Die britische Feldpost aus Palästina die musste das Luftpostporto bezahlen, aber die in Frankreich war komplett portofrei. Doppelzensur in der Base Cherbourg, nachgewiesen durch den Verschlusslabel. Der Brief kann mit hoher Wahrscheinlichkeit aus der Grenzregion zu Belgien kommen, ist dann nach Cherbourg gegangen und dann zurück nach Brüssel. Hat also Hin- und Rückweg genommen, obwohl das gar nicht hätte notwendig sein dürfen. Aber Auslandszensur, Zensurstelle 212. Auslandsfeldpost Nummer 6, Schwärzungen fehlen, Verschlusslabel fehlt, FPO 70, 48. Infanteriedivision. War dem 2. Korps unterstellt und damit oben Hauptquartier in Palempin an der belgischen Grenze. Monaco war Ausland. Hier erfolgte eine Übergabe an die französische Feldpost. Anmerkung generell, Kanada und Indien waren kein Ausland, in Klammern Commonwealth. USA war zu dem Zeitpunkt noch neutral und daher fand die Doppelzensur in Cherbourg bzw. Le Havre statt. Aber hier ist das Ding eben auf irgendeinem Wege der französischen Feldpost übergeben worden und dann haben die das befördert. Schwärzungen fehlen, Verschlusslabel fehlt, FPO 9, General Hauptquartier in Arras vom 29.04.40. Auf der Rückseite ist der Stempel FPO 35, Second Line of Communication aus Nantes, gegen die Vorschrift nicht über die Base in Havre gelaufen, Doppelzensur fehlt, in die USA, wie ist der Feldpostbrief dorthin gekommen, lag ein US-Schiff im Hafen von Nantes. Eine andere Erklärung habe ich dafür nicht, weil das Ding ist auch wieder außergewöhnlich. Auslandsfeldpost 8. Beleg. Field Post Office 30, Second Line of Communication, ein sogenannter Ortsbrief aus Nantes, nicht über Cherbourg gelaufen, in Nantes der Zivilpost übergeben und dann zugestellt. Hier habe ich jetzt eine Übersichtskarte. Vorhin habe ich den Ausschnitt gehabt. Hier habe ich jetzt nochmal eine komplette Übersichtskarte. Da sind dann auch die Schwadrone drauf und die Lagen der Royal Air Force in der Hauptsache.
vor dem Angriffstag 9. Mai. Rechts auch bei Waldkirchen die 51. Infanteriedivision. Die grüne Linie sind die französischen Linien. May 10, 1940, erster Angriffstag. Ein Paketbegleitbrief vom 10.05.1940. Briefmarke und Poststempel scheint durch. Auch das Datum ist lesbar. Das kann man rechts ganz schwach erkennen. Wo der Army Post Office Stempel ist, dass da eine Briefmarke drunter klebt. Rücksendungen wegen Ausbruch der Kampfhandlungen. Zusatzstempel unten wurde generell benutzt, wenn die Soldaten im Kampf standen oder verlegt wurden. General Post Office London Package Stempel. Feldpost mit Stempeldatum 10.05.1940 sehr häufig, da die Soldaten natürlich nochmal schreiben wollten und die Transportkapazität sehr beschränkt war. Aber hier ist das jetzt der umgekehrte Weg, das heißt aus England an den Soldaten und das haben die dann mit Beginn der Kampfhandlungen eingestellt. Es kamen also keine Päckchen mehr nach Frankreich. Die französische bzw. die englische Militärpost hatte ohnehin das Problem, die Menge der Päckchen bewältigen zu können. Und das hat dann also wirklich den Truppentransport, sprich mit Material vor allen Dingen, sehr beeinträchtigt. Das geht also auch aus den Geschichtsbüchern hervor, die ich mir durchgelesen habe, beziehungsweise auch aus den Archiven. Das haben die dann hinterher massiv eingeschränkt bis komplett unterbunden. 11. Mai 1940, zweiter Angriffstag, Fort eben MRL gefallen. FPO 12, erstes Korps, Doppelzensur durch die Unterschriften bewiesen als Offizierszensur. May 13, 1940, Sedan, Guderians Handstreich, Sheffield, 13.05.1940, Nummer 2, Base Petrol Filling Center, Royal Army Service Corps, Tanklager, Nachschublinie in Lille. Zwei Tage später erfolgte die Bombardierung durch die Luftwaffe und die Vernichtung der Tanklager. Das ist ein weiterer Beleg aus der sogenannten Hopkinson-Korrespondenz. May 15, sortieren gegen Frankreich. Crack Maschinenstempel, Base Army Post Office Nummer 1, einer von zwei Maschinenstempeln in Frankreich, britischen Feldpost, Standort Le Havre. Sortieren gegen Frankreich, ja, die standen schon mittendrin und keine konkrete Kampfhandlung habe ich also in den Geschichtsbüchern zum 15. Mai gefunden. Spielt auch keine Rolle, weil der Krieg war eh in Frankreich nach 6 Wochen beendet. 15. Mai 1940, sortieren gegen Frankreich. Sidcup 15.06.1940, Royal Signals. Major General Anti-Aircraft ist also die Flugabwehr, diese Anschrift, die hier steht, MGAA. Ohne jeglichen Vermerk über London zurückgesandt. Das heißt, den Soldaten hat man schon gar nicht mehr gesucht, nach dem Motto, ja, da wo der war, ist nichts mehr. Also zurück. May 16, 1940, Dallstellung vor Brüssel genommen. Die englische BEF hatte mit der Überquerung der deutsch-belgischen Grenze die Truppen vor Brüssel verlegt. Die waren natürlich schlecht eingegraben und die sind mehr oder weniger überrannt worden. Und hier am 16. Mai, also 6 Tage nach Eröffnung des Angriffes, waren die bereits überrannt. Ellesmere Port, 16.05.40, C-Kompanie, 4. Batterie, Cheshire Regiment, Return to Sender Stempel zum ersten Mal und dann erste Mal taucht ihr auf, Addressee Reported Missing. Der Stempel ist hier rechts auf der Rückseite abgeschlagen. 17. Mai 1940 war ein Kampftag. Chichester, 17.05. Adressat Reverend Dunlop. Der war beim 5. Battery Royal Sussex Regiment. Handschriftlich Missing,
Adressee reported missing der Stempel. Reverend Dunlop geriet in Gefangenschaft an der Grenze zu Luxemburg. Da war er mit seiner Einheit stationiert und ist dann im Stalag 8 bei Salzburg 1943 verstorben. Also diesen Reverend Dunlop, den kann man also googeln. Die Geschichte ist also bekannt an der Stelle. Guderian in San Quentin. Base Army Post Office vom 18.05.1940 ohne Zensurlabel und ohne 212er Stempel nach Südafrika. Südafrika galt als Inland, das ist der Grund. Hier liegt die Vermutung nahe, dass bereits Südafrikaner in Kampfhandlungen verwickelt waren. Tatsächlich waren Truppen Richtung England unterwegs. Ich habe einen Beleg von der Queen Mary, die ist ja umgebaut worden als Truppentransporter und die waren also nach Schottland unterwegs, aber schließt nicht aus, dass also schon ausländische, also Commonwealth-Truppen, das beweist ja auch die K6-Einheit aus Indien, dass da schon Südafrikaner mitgefochten haben. 18. Mai, gleich als Datum, Guderian in San Quentin. FP 140 vom 18.05.1940, das ist ein sogenannter Letztagsbeleg. In Belgien eingesetzt und vernichtet, Reste der Einheit wurden über Kesseldünkirchen evakuiert. Also ich habe vorhin habe ich den Erstas-Stempel da von 140 gehabt und jetzt habe ich den Letztas-Stempel von 140. Am 21. Mai 1940, also 11 Tage nach Eröffnung der Kampfhandlungen, Kanalküste erreicht, Kesseldünkirchen geschlossen. Fording Bridge, 21.05.1940, Stempel AMPC, Auxiliary Military Pioneer Corps 47. Kompanie in der Sektion 1 nahe der belgischen Grenze in Ausbildung. Stempel Missing durchgestrichen, Adressee Reported Prisoner of War, Return to Sender. Bei einfachen Soldaten ist eine Ermittlung über das Archiv der Royal Army nicht möglich. So sieht das also aus, wenn hier ein Brief an einen sogenannten Kriegsgefangenen zurückgeschickt wird. 22. Mai, Schlacht um Arras beginnt, Ganzsachenumschlag an der Tapenz, Kensington 22.05. Address not known, Adressee reported prisoner of war, FPO 26 abgeschlagen, 29.06.1940 von der Air Force Postal Unit, Return to Sender und GPO London Stempel. Der Paketstempel von GPO London. Wunderschöner Beleg. Das spiegelt auch da praktisch schon die Niederlage bei. Am 23. Mai 1940, die belgische Armee löst sich auf. Morpeth, 23.05.1940, Return to Sender, not known address stated, der Stempel, Army Post Office, Home Depot. Und der Brief hat noch eine schöne Besonderheit. Der Großonkel von meinem Sammlerfreund Stuart Tanner aus Belfast hat diesen Brief geschrieben. Stuart sprach mich auf den Brief an, als ich den 2015 in London ausgestellt habe. Der kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Und es war tatsächlich ein Verwandter von meinem Sammlerfreund Stuart Tanner. Am 24. Mai 1940, 18. Armee drückt Brückenkopf ein. Ganzsachenumschlag, 1,5 Pence, Kensington, 24.05. Address not known, handschriftlich. Adressee reported prisoner of war. British Army Post Office, Base Army Post Office vom 8.6.1940. Feldpoststempel 269 vom 29.6.1940. Vierte Infanteriedivision in England, Stempel Not With Unit, Feldpoststempel 136 vom 4.7.1940 von der 12. Infanteriedivision, Return to Sender und GPO London Poststempel. Das Ding ist also zwischen England und Frankreich hin und her geschickt worden, um diesen Colin zu finden. Ganz spannender Beleg, wie ich finde. Kleist in Bologna. Ich hatte vorhin auch gesagt, dass diese Himmelfahrtskommandos, die beiden Brigaden da in Bologna sind. Hier ist jetzt
die erste Postkarte aus Bologna, beziehungsweise Feldpostkarte aus dem Ersten Weltkrieg. Das ist eine Aufbruchgeschichte. FPO 55 ist eine allgemeine Truppeneinheit der BEF, also Identifizierung nicht möglich. Der Soldat hat vermerkt, dass er nun von Belgien nach Dünkirchen geht. Das ist also kurz bevor die Evakuierung quasi beginnt. Anzumerken ist noch, dass die Belege, die aus Belgien kommen, gerade kurz bevor der Kessel in Dünkirchen geräumt wird, auch nicht gerade oft sind. 26. Mai 1940, Kleist in Calais, FPO 38, Second Line of Communication, Ort und Datum kann man nicht bestimmen. 26.05. Der wird aus der Gegend der Atlantikküste kommen, also von Nantes oder von Bordeaux oder sonst woher. 27. Mai 1940, Belgien kapituliert. FPO 81, Third Line of Communication, der Brief kommt aus Südfrankreich. . 28. Mai 1940, Dünkirchen unter Artilleriefeuer. 100 Jahre Briefmarken, erste Gewichtsstufe, abgestempelt Weiten an Hau, 28.05. An den Reverend Dunlop, den wir vorhin schon hatten, handschriftlich Missing. Stempel, Adressee, Reported Missing. Return to Sender. Das rote R stammt aus der Postsortierstelle in Bormus und dient als Registrierungsvermerk. Ja, auch ein spannender Beleg, wenn ich mir die Korrespondenz an den Reverend Dunlop hier angucke. . 28. Mai 40, Dünkirchen unter Artilleriefeuer. Field Post Service Card, Erster Weltkrieg, FPO 66. Vom 28.05.1940, Ankunftsvermerk 3.06.1940. Also wo der jetzt herkommt, kann ich also hier nicht sagen. Das ist also nicht definiert, nicht feststellbar. 29. Mai 1940, IPERN genommen, FPO Nummer 10, erstes Korps, Kessel Dünkirchen, einer der wenigen Belege aus dem Kessel heraus. Die Masse der Postsendung wurde Opfer des Salzwassers. 30. Mai 1940, Auflösung in Flandern, FPO 80, Third Line of Communication aus Marseille. Dieser Brief dürfte noch ohne Probleme in Großbritannien angekommen sein. 30. Mai 1940, Evakuierung Dünkirchen läuft. Aldershot, Maschinenstempel, fällt hier schon auf, 30.05.1940. Der Soldat hat die Karte einer Pillarbox, in Klammern Briefkasten, übergeben. Die Royal Mail hat das akzeptiert, ohne Verfügung oder Ähnlichem. In Aldershot ist das Armeehauptquartier und große Kasernen untergebracht. Das ist also der erste Beleg, den ich habe, von einem evakuierten Soldaten. Brief ist gut, ist eine Postkarte. 31. Mai 1940, Operation Dynamo läuft an. Das ist eine offizielle Postkarte aus Frankreich. Die ist jetzt hier unverwendet und dürfte auch ein Nachdruck sein. 1. Nur mal einen Eindruck zu vermitteln, wie das da ausgesehen ist. Also wer mal in der Gegend gewesen ist zwischen Dünkirchen und Japan, das kann man sich kaum vorstellen, dass auf dem Gebiet 355.000 Soldaten gehaust haben. Vereinzelte Kesselschlachten 1. Maschinenstempel Margate kennt 1.6. An der Post von Margate Maschinen gestempelt. Karte wurde auch einem Postkasten überlassen, handschriftlich BEF vermerkt, damit die Portefreiheit gewährt ist. Also der Soldat hat dann irgendwo eine Postkarte gekauft, hat die dann beschriftet, Postkarten gegeben, BEF-Vermerk und dann eben im Postfach, im Postamt Margate, dieser Postpage-Stempel. 1. Juni 1940, Maschinenstempel Tonbridge, 1.6.
In der Post von Tonbridge maschinengestempelte Karte wurde auch dem Postkasten überlassen. Die Field Post Service Karte wurde zurück nach Frankreich geschickt und ist offensichtlich zugestellt worden. FM für Française Militaire. Ein absolutes Kuriosum. Wie kann eine Feldpostkarte, die praktisch ja, einen evakuierten Soldaten in England schon erreicht hat oder abgeschickt hat, dann wieder zurück nach Frankreich geschickt werden? Also für mich unfassbar, so ein Beleg. Feldpost Office Nummer 40, Air Force Postal Unit, Identifikation des Absenderortes nicht möglich. RAF hatte freie Bahn nach England. Jedoch wurde die Zensur von einem Armeeoffizier vorgenommen. Das ist also auch ein Kuriosum. Wenn Sie jetzt hier den Vortrag nochmal sehen, in Gänze, werden Sie feststellen, dass es praktisch kaum RAF-Zensurstempel gibt. Das hat natürlich damit zu tun, dass ich die besonderen Belege hier nur zeige und eben nicht die sogenannten normalen Sachen. Das ist also schon alles was Besonderes, was ich hier habe. Wenn ich die normalen Sachen habe, zeige, dann wäre der Vortrag hier aus meiner Sicht zu langweilig. FPO 30, First Line of Communication, vom 2.6. Identifikation des Absenderortes ist nicht möglich. Auslandszensur in die USA muss über die Base gelaufen sein. Neuer Zensurstempel 612, also die Neuentdeckung. Nachweis fehlt, weil Zensurverschlusszettel fehlt. Vermutung ist, ein weiterer Offizier ist mit der Zensur beauftragt worden, der mit dem Stempel 612, also der Offizier mit dem Stempel 612, um die Auslandspost schneller bearbeiten zu können. Klar, die rückflutenden englischen Truppen hatten natürlich Eile, auch die Post zu bewältigen. Im Zuge dessen haben die alles zusammengezogen, um die Post, die da aufkam, bewerkstelligen zu können. Wie gesagt, WhatsApp war natürlich unbekannt. Feldpost Office 32, First Line of Communication, Ort unbestimmt. Army Post Office Standort unklar. Aufgabe an die französische Post, Vermutung, dass es hier sich um einen Ortsbrief von Le Havre handelt, weil auch die Adresse Le Havre ist. Rückseitig der Poststempel der französischen Post. Bovington Barracks Wareham, 2.6.1940, Bournemouth Poole Paid, Stempel vom 2.6.1940, Übergabe an die französische Militärpost, französischer Militärstempel, mehrfach nachgesendet innerhalb Frankreich, Brief stammt aus einer Kaserne, wahrscheinlich von einem evakuierten Soldaten und dann eben zurück nach Frankreich geschickt. Auch ein irre Ding aus meiner Sicht, wie gesagt, 2.6. Ich sage mal, da gab es für mich in Frankreich kein Halten mehr, dass da noch Post also rückwärts von England gelaufen ist. Juni 1940, Ostende Gravelines 1. Ja, also Gravelines war eine Artilleriestellung, von da aus konnten die deutschen Truppen den Kessel, ja, ich sag mal, Hasenschießen ist schwer machen. Toronto am 3.6.1940 aufgegeben. Dann gibt es den Stempel Tedford vom 17.06.1940. Das ist alles noch im Rahmen. An die BF nachgesendet. Und dann der Stempel Prisoner of War, Return to Sender und der Ankunftsstempel in Toronto vom 23.01.1941. Also das ist offensichtlich eine Rechnung gewesen. Die kanadischen Truppen sind schon in Großbritannien gewesen. Das ist bekannt. Die wurden zu dem Zeitpunkt schon startklar gemacht. Es waren auch kanadische Truppen Richtung Brest unterwegs, die wurden dann auf halbem Weg zurückgepfiffen, nach dem Motto, das kann man nicht mehr verantworten. Ja, trotzdem waren kanadische Truppen mit dabei und das belegt dieser Brief. Auf der nächsten Seite habe ich dann hier die Rückseite des Briefes. Prisoner of War Stempel, der für alle Rücksendungen verwendete Paketstempel des GPO London. Der Brief sieht jetzt nicht sonderlich schön aus, aber ich denke, das muss er auch nicht. 3. Juni 1940, FPO 38, Second Lane of Communication vom 3.6.1940.
Völlig normale Feldpost, Fragezeichen. Atlantikküste, Sangla-Seer. Die Frage darf man sich gerne selbst beantworten. Dünkirchen gefallen. Englische Flieger werden von der Bevölkerung in England begrüßt. Eine Postkarte des Imperial War Museum. Hier denke ich auch Nachdruck. Juni 1940, Saumäuse, Assigne-Kanal. Luftpostporto verklebt, FPO 96 gestempelt vom 5.6.1940. Das ist ein Brief der Middle East Force. Kanadische Truppen in England, die über Frankreich vorgesehen waren, aber nicht mehr eingesetzt wurden. Sehr früher und seltener Beleg. Also dieser Beleg gehört nicht zur BEF, sondern zur Middle East Force. Aber ich habe ihn trotzdem mit aufgenommen, weil er aus meiner Sicht sehr wichtig ist, um eben auch den 5. Juni mit zu dokumentieren, dass eben kanadische Truppen in Frankreich waren, beziehungsweise bereit waren, in Frankreich eingesetzt zu werden. Hatfield, 5.6.1940, BEF vermerkt. Daher ist anzunehmen, dass hier ein evakuierter Soldat geschrieben hat. Die Royal Air Mail hat das nicht akzeptiert und 5 Pence nachtaxiert. Belegt durch den To-Pay-Stempel, on Active Service vermerkt und er hätte die Nachtaxierung gespart. Tja, ich meine, klar, man hat alles andere im Kopf, als da den richtigen Begriff da oben drauf zu schreiben, damit das Ding portofrei ist. Dann hätte nämlich der Postbeamte im Postamt wahrscheinlich einen Post-Paid-Stempel abgeschlagen. Und hier steht eben nichts drauf oder nur BEF. Und wenn da einer dann sitzt, der da nichts mit anfangen kann, dann passiert das. Hier ist aber der Gegenbeweis. 7. Juni, Zusammenbruch in Breslau. Zu Breslau sage ich gleich was, aber handschriftlich BEF, was on way, Page-Stempel, evakuierter Soldat bereits im Landesinneren und der hat diesen Brief geschrieben. Jetzt sage ich was zu Breslau. Nach Breslau wurde die 51. Highland Division transportiert. Tja, die Wehrmachtsberichte, beziehungsweise auch die Berichte der Highland Division sagen, die sind mitten in der Front ausgeladen worden und quasi von deutschen Truppen überrannt. Es hat ein paar Gefechte gegeben. In Valery-en-Caen war dann das endgültige Ende dieser 51. Highland Division. Und Rommel war derjenige, der das Ding vollbracht hat und hat den einzigen englischen General in Gefangenschaft gesetzt, den die Engländer an die Deutschen verloren haben, General Fortune. Den hat man dann nach Österreich gebracht, in Kriegsgefangenschaft und dann nach der Niederlage Deutschlands zurückgebracht nach Großbritannien und erst viel, viel später rehabilitiert. 10. Juni, Rouen, Sichtweite. Base Army Post Office Stempel Nummer 1. Um 10.06.1940 aus Le Havre. Am 11.06. wurde die Base dann nach Saint-Malo verlegt. Es ist davon auszugehen, dass das Postwesen eingestellt war und der gezeigte Beleg vom Netzdach in Le Havre ist. Zusammenbruch an der Kanalküste, 11. Juni 1940. BEF handschriftlich. Paid Turo, 11.06.1940, St. Agnes Handstempel nach Sidmouth in Devon. Jetzt muss man sich das auf der Karte angucken. Der ist also an der Nordküste am Bristol Channel angelandet, aufgegeben und dann an die Kanalküste zurückgesandt worden. Dann kann man sehen, dass eben im Chaos das Ganze evakuiert worden ist und egal, wo die Schiffe herkamen. Die hatten keinen Platz und haben sich irgendeinen Hafen gesucht, den sie anlaufen konnten, um die Soldaten da abzusetzen. 11. Juni 1940, Zusammenbruch an der Kanalküste. OHMS fälschlicherweise aufgeschrieben, also on His Majesty Service. Das ist natürlich verkehrt. Folkestone, 11.06.1940. 2 Pence Postage Due entwertet. Middleton
in Tees, Dale, Bonner, Castle, 12.06.1940. Da hat also dann der Empfänger dann doch noch Nachporte bezahlen müssen, weil er eben irrtümlich den OAMS da oben drauf geschrieben hat, statt den BEF. Das kann man dann sehen, dass das BEF ist. Wenn ich mir den Absender angucke, da steht dann drauf, dieses Maritime Crescent in Folkestone, Kent, liegt unmittelbar an der Küste. Und eben die Soldatennummer auf der Rückseite. Paris ist besetzt. FPO 60, BEF allgemein vom 14.06.1940, Armeezensurlabel, also hier einer von den Provisorien, vom zensierenden Soldaten 1464. Base gab es nicht mehr, Le Havre und Saint-Malo war bereits geräumt, deswegen Armeezensurstempel, also Zensurlabel. Juni 1940, Dijon, Guderian an der Schweizer Grenze. Das bedeutet nichts anderes, die 1 Million Soldaten in der Maginot-Linie sind eingekesselt. FPO 68, 16.06.40 gestempelt, BF allgemein, Maschinenstempel offiziell paid, Ort und weitere Daten unbekannt, Vermutung, die Feldpost wurde einem Postamt übergeben und die haben zusätzlich den offiziell paid Stempel aufgebracht. On active service, deswegen Porto frei. Juni 1940, Besetzung Orléans, Besançon, Colmar. Field Service Postcards aus Hemden, 18.06.1940, vermerktes Soldaten Home Again vom 16.06.1940. Er ist froh, dass er wieder zu Hause ist. Also ein Stück hier aus meiner Ausstellungssammlung auch mit dem Zusatz Home Again. Juni 1940, Besetzung Brest, Epinal, Weißenburg. Weißenburg liegt ja bekanntlich Luxemburger, nahe der luxemburgischen Grenze. Honor Envelope ohne Druckvermerk, Zensur, Stempel 857, von wem auch immer, vielleicht der Schreiber selbst. Postpage Stempel Milford Heaven, 19.06.1940 an einen Parlamentarier. Den Gibson kann man dann auch googeln. Ja, den hat man dann hinterher aussortiert, um das mal vorsichtig auszudrücken. Juni 1940, anderthalb Pence, Frankatur, erste Gewichtsstufe, Schorn, Bercy, 26.06.1940, erste Panzerarmee, handschriftlich, missing, Stempel, Adressee, reported, Prisoner of War. Ja, das ist einer von der First Armored Division, also von der ersten Panzerarmee. Die ist ja mehr oder weniger überrannt worden. Das hat also nicht lange gedauert, die existiert haben. Die Engländer haben verzweifelt versucht, den deutschen Panzerspitzen Paroli zu bieten. Ja, das ist voll daneben gegangen, weil die gar nicht ausgerichtet war, die britische Armee zu dem Zeitpunkt. Das haben die dann erst später gemacht. Interessanter Beleg, wie ich finde. Anderthalb Pence, Frankatur, erste Gewichtsstufe, Schaum bei C, 1.7.40. Erste Panzerarmee Nordfrankreich, Handstempel, Adresse reported, Prisoner of War, Vermutung. Stempeldatum ist falsch und müsste der 1.6. sein. Weil 1. Juli, da war nichts mehr in Frankreich. Da war gar nichts mehr in Frankreich. So, einen haben wir noch. Das ist der Beleg, den ich zuletzt erworben habe. Von meinem Freund Peter Harvey, ein britischer Briefmarkenhändler, der Feldpost verkauft und mir dann schon mal zukommen lässt. Französische 2,5 Franc-Marke. Der Ort liegt an der französischen Kanalküste. Quatsch, Atlantikküste. Und jetzt kommt's. Der ist dann an den Zahlmeister der Base adressiert gewesen. Die Base war bekanntlich zu dem Zeitpunkt längst evakuiert. Und dann ist das Ding über Lissabon nach London gegangen. Also das Ding ist für mich auch ein Rätsel mit 7 Siegeln. Und ich bin gespannt, was ich da noch für Geschichten zu höre. Ich meine, es gibt nicht viele, die dieses BEF-Thema sammeln. Also
der Postweg ist für mich schlichtweg unbegreiflich. Also Atlantikküste, Frankreich, Lissabon und dann London. Dann darf ich mich für die Aufmerksamkeit bei Ihnen bedanken. Ich hoffe, der Vortrag war nicht zu langweilig und für Fragen stehe ich nun gerne zur Verfügung. Vielen Dank.